Moses Mendelssohn schreibt in seinem meistgelesenen philosophischen Werk Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, schreibt in der einleitenden Bemerkung über seinen Helden Sokrates Folgendes: Diese höheren Aussichten des Weltbürgers hielten ihn, Sokrates, indessen nicht ab, die gemeineren Pflichten gegen sein Vaterland zu erfüllen. In seinem 36. Jahre tat er Kriegsdienste wider die Potidäer, die Einwohner einer Stadt in Thrazien, die sich wider ihre Tributherren, die Athenienser, empört hatten. All hier versäumte er die Gelegenheit nicht, seinen Körper wider alle Beschwerlichkeiten des Kriegs und Rauigkeit der Jahreszeit abzuhärten und seine Seele in Unerschrockenheit und Verachtung der Gefahr zu üben. Er trug durch die allgemeine Einstimmung seiner Mitwerber selbst den Preis der Tapferkeit davon. Nach geendigtem Feldzuge kehrte er in seine Vaterstadt zurück und fing an, mit Nachdruck Sophisterei und Aberglauben zu bekämpfen und seine Mitbürger in Tugend und Weisheit zu unterrichten. Auf öffentlichen Straßen, Spaziergängen, in Bädern, Privathäusern, Werkstätten der Künstler, wo er nur Menschen fand, die er bessern zu können glaubte, da hielt er sie an, ließ sich mit ihnen in Gespräche ein, erklärte ihnen, was Recht und Unrecht, Gut und Böse, heilig und unheilig sei, unterhielt sie von der Vorsehung und Regierung Gottes, von den Mitteln, ihm zu gefallen, von der Glückseligkeit des Menschen, von den Pflichten eines Bürgers, eines Hausvaters, eines Ehemannes und so weiter. Alles dieses niemals in dem aufdringenden Ton eines Lehrers, sondern als ein Freund, der die Wahrheit selbst erst mit uns suchen will. So viel in der Charakteristik des Sokrates, die Mendelssohn, Moses Mendelssohn, der Philosoph, seinem Buch Phädon vorausschickt. Und damit sind wir hier schon mitten im Thema, denn wir sehen hier Moses Mendelssohn, den Gründer der Mendelssohn-Dynastie, in einem Statement, das implizit in dieser Beschreibung des Sokrates enthalten ist. Denn Mendelssohn hatte geschrieben, er möchte in einem Land leben, in dem er Sokrates zum Vorbild und Lessing zum Freunde haben könne. Wenn wir das jetzt übersetzen, Sokrates ist Mendelssohns Identifikationsfigur und in der Person des Sokrates, die hier als Krieger beschrieben wird, stellt der Jude Moses Mendelssohn fest, dass es eine Berechtigung gibt als Soldat für seine Polis, die Polis Athen oder auch die Polis Spreeathen, zu kämpfen. Und dass Sokrates, sein Vorbild, dieses in aller Tugend getan hat, noch bevor er dann zum Philosophen reifte und die Bürger Moral lehrte. Was wir hier also haben, ist das Bekenntnis des Juden Moses Mendelssohn zu der Polis, in der er als ein gleichberechtigter Bürger wie Sokrates bereit ist, Militärdienst zu leisten, obwohl Mendelssohn in anderen Schriften keinen Zweifel darüber lässt, dass er den Krieg für einen Tiefpunkt der privaten und öffentlichen Moral hält. In dieser Spanne werden wir uns heute Abend bewegen und ich begrüße Sie zu diesem Abend, die Mendelssohns und Fragen zu Krieg und Frieden, wo wir Ihnen einige Positionen der Familienmitglieder Mendelssohn vorstellen werden. Ich begrüße Sie hier im Namen des Selma-Stern-Zentrums für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Christoph Schulte, ich bin Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam und werde diesen Abend hier moderieren. Ich habe selbst diese Ausgabe von Moses Mendelssohn und seinen philosophischen Werken zu verantworten und dieses grüne Buch da zu Moses geschrieben. Meine Mitstreiter heute Abend stelle ich kurz vor, Sebastian Panwitz, der vielen hier in der Remise bekannt ist. Als Autor hat er debütiert mit dem Buch über die Gesellschaft der Freunde,
seiner Promotion, aber viele werden auch sein Buch kennen über das Haus der Kraniche, also die Geschichte des Bankhauses Mendelssohn. In der Mitte hier sitzt Thomas Lackmann, den ich hier eigentlich nicht vorstellen muss, aber der mit dem Glück der Mendelssohn, das ist dieses Buch hier in der Mitte, eine Familiengeschichte der Mendelssohns verfasst hat, die das Glück eben dieser Familie schildert, auch viel Unglück, aber die ihn als sozusagen Familienbiograf bekannt gemacht hat. Das Glück im Unglück. Das Glück im Unglück. So, wir starten, nachdem ich jetzt hier mit Moses eingeleitet habe, vielleicht noch als Vorbemerkung, dieses Bekenntnis des Juden Moses Mendelssohn, ein freier Bürger darf auch Militärdienst leisten für sein Land, hat im deutschen Judentum zu einer lang anhaltenden Diskussion darüber geführt, ob Juden Soldaten sein können und sollen, denn schon der Erzfeind von Moses Mendelssohn, Johann David Michaelis, protestantischer Professor in Göttingen, sprach den Juden eben diese Fähigkeit zum Militärdienst ab und hat einen antisemitischen Diskurs, der bis ins 20. Jahrhundert reicht, angeleitet, die jüdischen Männern die Tugend und die Mannhaftigkeit abspricht, Soldat zu sein. Und Juden haben sich seit der Zeit Mendelssohns und Michaelis immer dagegen, gegen dieses antisemitische Klischee gewehrt. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur unter den Kriegsfreiwilligen des Ersten Weltkriegs viele Juden waren, sondern Juden sich, angefangen von den Befreiungskriegen gegen Napoleon, immer wieder dazu sozusagen freiwillig bereit erklärt haben, Kriegsdienst zu leisten. Da werden wir heute auch was zu hören. Und dieser Diskurs prägend war für das Männerbild jüdischer Männer in der deutsch-jüdischen Geschichte. Ein Männerbild, das nicht damit zu Ende ist, dass heute jüdische Männer ganz normal Militärdienst in Zahal in der israelischen Armee leisten. Aber das ist ein viel zu weites Feld. Wir werden heute Abend, Anlass dieses Abends ist, durchaus kann man sagen, der Jahrestag eines Krieges, der in der Ukraine stattfindet, den man hier mit dem Auto in einer guten Tagesfahrt erreichen kann. Für meine Generation ist es das erste Mal, dass der Krieg so nah rückt. Und das ist ein Einschnitt. Aber Sie werden heute Abend trotz dieses Anlasses hier nichts über schwere Waffen hören. Wir haben hier große intellektuelle Kaliber, aber diese Diskussion werden wir Ihnen heute Abend ersparen. Ich erteile jetzt das Wort an Thomas Lackmann und er wird die ersten Passagen lesen. Ja. Ich möchte eigentlich anknüpfend an diese Einführung zu Moses Mendelssohn und zu diesem Zwiespalt, den auch Sokrates in Bezug auf in den Krieg ziehen und den Krieg bewerten gehabt hat, etwas zu Moses Mendelssohns Aktivitäten während des Siebenjährigen Krieges sagen. Die jüdische Gemeinde war insofern in einer schwierigen Situation, weil ja, wie in späteren Zeiten auch, die Loyalität der Juden angezweifelt wird. Und durchaus herausgefordert, wie sonst auch, aber zu sagen, wir sind gute Untertanen des Königs. Und das sollte unter anderem erfolgen mit Predigten, die nicht nur in der Synagoge gehalten werden, sondern die auch gedruckt werden. Deswegen musste man die in gutem Deutsch haben und Moses Mendelssohn war in der Gemeinde für sein brillantes Deutsch bekannt. Wie weit er diese Predigten selbst gehalten hat, es gibt auch Predigten, die er übersetzt hat oder die er für seinen Lehrer Rabbi Frenkel geschrieben hat, da gibt es Ungewissheiten. Auf jeden Fall hat er sich diesen Auftrag zu eigen gemacht und Predigten, von denen ich jetzt Auszüge lese, gehalten, wo auch dieser Zwiespalt vorkommt, aber wo wir auch, sage ich mal, selber als autoritätskritische Bürger des 21. Jahrhunderts
herausgefordert sind. Ja. Es gibt eine Dankpredigt über den Sieg bei Leuten. Das ist die berühmte Schlacht, bei der dann alle, der Legende nach oder wirklich, mit dem König nun danket alle Gott gesungen haben, der Choral von Leuten. Ja. Setzet euch mit mir im Geiste in bedrängten Zeiten zurück. Da wir unseres Leidens keinen Ausgang wussten, da uns das Elend des Krieges schon mit starken Armen zu umfassen eilte. Wer kann ohne Wehmut, ohne innigliche Rührung an jenen Tag denken, da ihr alle geliebte Brüder in diesem Tempel vor dem Herrn niederfielet und mit heißen, inbrünstigen Tränen für die Erhaltung unserer einzigen Hoffnung, für die Wohlfahrt unseres Monarchen und für den glücklichen Fortgang seiner vor Gott gerechten Waffen angebetet habt. Er stärkte den Mut seiner Kriegesheere, trug sie auf Adlerflügeln, wohin ihnen ihr Führer winkte, schickte seine Schrecknisse vor ihm her, zerstreute die Feinde, vernichtete ihre besten Anschläge. Ihr habt Gelübde getan, meine Brüder, zum Besten der Armen und vornehmlich der Witwen und Waisen, der tapferen Kriegsleute, die für das Vaterland und für die gerechte Sache ihres Königs ihr Leben aufgeopfert. Fast alle Propheten Gottes schärfen uns die heilige Lehre mit wiederholten Worten ein, dass sich der Herr sogar mit dem Tode des Bösewichts nicht freue. Unsere Rabbinen und Lehrer des mündlichen Gesetzes gehen noch weiter. Als Pharao mit seinem ganzen Heere in das Meer gestürzt, durch welches die Kinder Israel mit trockenen Füßen gegangen sind, lehren sie, habe der Herr gesprochen, das Werk meiner Hände versinkt im Meer und ihr singt vor mir. Erwägt nun, geliebte Freunde, hat dieses von Heiden gegolten, die keine Erkenntnisse von dem höchsten Wesen gehabt, die die ganze Erde mit ihrer Abgötterei verunreinigt und den Namen Gottes, wenn es bei ihnen gestanden hätte, ins ewig Schande gebracht haben würden. Was sollen wir itzt sagen, da sich das Licht des Erkenntnisses über alle gesittete Völker ausgebreitet hat? Da sie alle den Schöpfer der Erde verehren und seinen Namen heilig halten? Wir sind alle Kinder des einzigen lebendigen Gottes. Auch diejenigen, die sich unsere Feinde nennen, sind das Werk seiner Hände und lieben und fürchten ihn. Wir würden sie lieben wie unsere Brüder, wenn sie nicht von einer verkehrten Leidenschaft verführt worden wären, die Ruhe unseres vielgeliebten Monarchen zu stören. Wollen wir also jauchzen? Wollen wir uns einer wild ungezähmten Freude überlassen, wenn das Werk der Hände Gottes untergehe? Ich breche hier mal ab, das geht in diesem Ton noch etwas weiter und komme zu einer Friedenspredigt. Der Hubertusberger Friedensschluss nach 7 Jahren beendete eigentlich mehr oder weniger den Ersten Weltkrieg. Das ist uns nicht so bewusst, dass es ein Krieg war, der auf vielen Kontinenten tobte und auch eigentlich so global wahrgenommen wurde. Und derselbe Zwiespalt findet sich auch in dieser Friedenspredigt, die natürlich ein bisschen anderen Tenor der Erleichterung hat. Die Tage der Versuchung und des göttlichen Strafgerichts sind vorüber. Wir feiern einen Tag der Versöhnung, einen Tag des Heils, einen Tag der Errettung. Wir nähern uns dem allerheiligsten Thron Gottes, um ihm nicht wie vormals für blutige Siege über unsere Nebenmenschen zu danken, nicht für erhaltene Vorteile über seufzende Geschöpfe Gottes, die aus Verblendung sich unsere Feinde nannten, ihn zu loben? Nein, wir bringen dem Herrn Ehre und Ruhm für die wiederhergestellte Ruhe auf Erden, Eintracht zwischen ihren Bewohnern, Freundschaft zwischen den hohen Häuptern, denen er das Schicksal seiner Völker zu lenken übergeben. Wir opfern dem Herrn Dank und kein Geschrei der Tötenden und Sterbenden entweiht unser Gebet. Wir singen ihm neue Lieder und kein Ächzen der Notleidenden mischt sich in unseren Lobgesang. Unsere Freude hängt nicht mehr von der Betrübnis anderer, unsere Wohlfahrt nicht mehr von dem Untergang unserer Nachbarn ab. Wir können all unsere Nebenmenschen lieben wie uns selbst. Wir können unsere Kräfte zu ihrem Vorteil anwenden. Wir können in großer Übereinstimmung dem Schöpfer des Himmels und der Erde dienen und die Glückseligkeit seiner Geschöpfe befördern helfen. Friede ist der Schöpfungszweck Gottes. Friede ist die Harmonie
der Erschaffenen, die Seligkeit im Himmel, der Freudenruf der Erlösten. Der Krieg ist ein Zustand, in welchem Menschen sich einander zu schaden, das heißt in Erlangung ihrer Glückseligkeit hinderlich zu sein trachten. Ein Zustand, der den Absichten Gottes offenbar zuwiderläuft, in welchem die Wege der Vorsehung sich verbergen und die heilige Regierung Gottes die Welt verlassen zu haben scheint. Die schreckliche Erfahrung, was das heiße, mit seinen Nebenmenschen in Feindschaft zu leben, ist allen noch in frischem Andenken. Wir haben einsehen gelernt, dass die bösen Tiere der menschlichen Gesellschaft nicht schädlicher sein können als Argwohn, Hass, Neid, Zwietracht und ihr entsetzliches Gefolge. Der Krieg sammelt alle seine Unmenschlichkeiten. Im Krieg haben die Güter keinen Genuss, der Fleiß keinen Lohn, die Verdienste keinen Preis, der Redliche keine Zufriedenheit, die Religion seufzt, die Tugend verbirgt sich und, welches nach dem Ausspruch des Talmuds der härteste Fluch ist, der Jüngere ist stolz wider den Alten, ein loser Mann wider den Ehrlichen. Im Krieg ist der Menschenarbeit vergebens, Städte werden eingeäschert, Paläste niedergerissen, alle wohltätigen Stiftungen vernichtet, die Gesetze mit Füßen getreten, die Künste verachtet. Und was die Menschen in vielen Jahrhunderten zur Verbesserung ihres Zustands erdacht und ins Werk gerichtet haben, wird in kurzer Zeit zerstört. Und der Tierearbeit ist nichts, die Äcker werden umgewühlt, die Saaten zertreten, was davon aufkommt, genießt der Ackersmann nicht, denn der Feind verzehrt die Früchte seines Schweißes. Der Könige Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche und er neigt es, wohin er will. Und dann geht es darum, dass doch Gott bitte die Herrschenden lenke, miteinander zueinander zu kommen. Ich mache hier mal einen Punkt. Es gibt noch eine Reflexion, die Mendelssohn führt über den gerechten Krieg, aber vielleicht verweilen wir an dieser Stelle lieber erstmal, ne? Oder? Ja, wir haben uns gedacht, als Form hier, können Sie auch jetzt sofort Fragen stellen. Ja. Wir können das hier als ein sokratisches Gespräch betrachten und wenn Sie jetzt dazu direkt Fragen haben, stellen Sie die, heben Sie die Hand, wir geben Ihnen ein Mikrofon, Sie stellen die Frage und wenn Sie aber jetzt keine haben, machen wir weiter. Ja. Gut, ich möchte also an diese Auftragsarbeit, die es ja war, und wo zu der Mendelssohn selbst zu seinem Freund Lessing gesagt hat, er sei nicht stolz darauf, solche Predigten geschrieben zu haben. Also er hatte den Zwiespalt dieser Situation durchaus präsent. Da möchte ich noch eine andere Ebene kurz parallel einführen. Das ist die Ebene der Diskussion mit einem befreundeten Gelehrten, nämlich Herder, die über die Unsterblichkeit der Seele diskutieren. Und die Unsterblichkeit der Seele und der Krieg haben insofern sehr viel miteinander zu tun für Mendelssohn, weil er der Ansicht ist, wenn die Menschen daran nicht mehr glauben, dann sind eigentlich alle Moralschranken und alles, was Regeln ist auf dieser Welt, auch die Regeln letzten Endes, die es im Kriege gäbe, aber auch die Regeln des Zusammenlebens, dann sind die hinfällig. Der Mensch ist ein moralisches Wesen, das seine Pflichten und Rechte hat. Hieraus schließe ich, dass ein Krieg zwischen Menschen und Menschen sein entschiedenes Recht und Unrecht haben muss. Dass ein Krieg, der auf beiden Seiten gerecht ist, ebenso ungereimt sei als ein geradliniger Triangel, welche zwei rechte Winkel hat. Nicht den Krieg, bloß einen auf beiden Seiten gerechten Krieg halte ich für unmöglich. Und ein solcher würde zwischen Menschen entstehen, wenn keine Unsterblichkeit wäre. Wenn das Recht, andere zu töten, da widerspricht er Herder, der vorher gesagt hat, der Staat hat das Recht zu töten. Rechtlich ist das okay, aber es ist nicht menschlich. Er sagt, wenn das Recht, andere zu töten, politisch ist, so muss es auch menschlich sein. Denn der Mensch ist ein politisches Wesen. Es muss auch moralisch sein, denn in dem Lehrbuch der Natur stehen Moral und Politik in einer und derselben Abteilung. Den Ball möchte ich am liebsten jetzt sogar an Christoph Schulte, der von Philosophie des 18. Jahrhunderts viel mehr Ahnung hat als ich, zurückspielen und ihn fragen, was das bei ihm auslöst.
Diese Lehre vom gerechten Krieg geht ja letzten Endes auf Augustin zurück und hat sich dann über ganz viele Stationen bis eben in solche Diskussionen der Naturrechter des 18. Jahrhunderts erhalten, die, also wie Pufendorf oder andere, natürlich Mendelssohn und auch Herder bekannt sind. Es ist nicht überraschend, dass sie so eine Diskussion führen. Ich denke, dass bei alledem etwas durchscheint, was in den Friedenspredigten so gar nicht angesprochen wird, nämlich dass ja unter der Hand das Vorbild des Sokrates ja das eines gleichberechtigten Bürgers einer Polis ist, wo es nicht einen König gibt und Untertanen und nicht die Könige über Krieg und Frieden entscheiden, sondern die Bürger das machen, das ihre individuelle Verantwortung ist. Und eine Generation später wird Saul Ascher schreiben, wir Juden können Militärdienst leisten, aber nur, wenn man uns gleichberechtigt. Sonst lassen wir die Finger davon. Dann sollen die anderen den Krieg führen. Ja, also das ist, und da ist ja das Modell des Sokrates ist eigentlich das Modell der Republik und nicht der Monarchie. Insofern sind sich in einer bestimmten Weise, glaube ich, Herder und Mendelssohn auch einig, das Idealere wäre schon die Republik und die Gleichberechtigung des Juden in der Republik und nicht, dass die Staatshäupter über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit mit ihren Intrigen und Machenschaften des Krieges zu entscheiden haben. Also die Loyalität zum Kriegsherrn, zum Monarchen ist eine strategische sozusagen, eine zeitgeschichtlich bedingte, ideal ist sie aber nicht. Dann gehen wir einige Jahrzehnte weiter. Ein Kapitel, das wir nicht besonders eingehend jetzt betrachten werden, das aber auch wichtig ist zum Verständnis des folgenden und des ganzen 19. Jahrhunderts, sind die Auseinandersetzungen mit dem napoleonischen Frankreich, die nicht erst mit den, was wir heute Befreiungskriege nennen, beginnt, sondern schon damit, dass Napoleon französischen Revolutionstruppen den verschiedenen deutschen Staaten immer näher kommen und nicht auf friedliche Weise. Was die Mendelssohns besonders erleben, vor allem die Mendelssohn-Bankiers, die sich zu der Zeit gerade in Hamburg aufhalten und dort ihre Bank betreiben, als Hamburg zunächst französisch besetzt und später französisch annektiert wird. Und zwar wurde damals schon und wird auch heute ja wiederholt betont, dass mit Napoleon, mit der Französischen Revolution bestimmte Freiheiten verbunden waren, die dann auch Juden andere Stellungen verschafften. Aber de facto, also das waren schöne Worte, die vielleicht auch dazu geholfen haben, den Erfolg, den zeitweiligen Erfolg dieses Revolutionstransports Exports möglich zu machen. De facto aber sah es ganz anders aus, dass die Gebiete, die von Franzosen erobert wurden, einschließlich Hamburg und sogar annektiert wurden, also Hamburg war dann Teil des Französischen Kaiserreichs, einer starken Willkür und Diskriminierung unterworfen waren. Und da war es egal, ob man Jude oder nicht Jude war. Wichtig war, war man Franzose oder nicht Franzose. Und wer nicht Franzose war, war Mensch zweiter Klasse. Die Mendelssohns versuchten sich so ein bisschen durchzumogeln für eine gewisse Zeit, indem sie unter anderem für Preußen schmuggelten, aber mussten dann doch aus Hamburg fliehen. Und insofern war es nicht verwunderlich, dass dann als 1813 die Befreiungskriege begannen, sie mit voller Unterstützung und Überzeugung sich auf die preußische Seite stellten. Zum einen, indem einige Vertreter der Familie sich als Freiwillige zur Armee meldeten. Das war für Juden dann genauso möglich wie für Christen. Und zum anderen, indem die Familienmitglieder, die eher kaufmännisch tätig waren, zum Beispiel unter Versorgung der Truppen betrieben mit Waffen, mit Proviant, als auch Verköstigung, Versorgung der Kriegsversehrten in den verschiedenen Rückzug-Hinterlandgebieten. Das war die Situation, die dann mit 1815, mit dem preußischen Sieg, neu entstanden war, wobei hinzukam, dass die preußischen Juden zum ersten Mal seit 1812 den Status von Staatsbürgern erhielten.
Bis dahin waren sie Fremde, konnten jederzeit ausgewiesen werden, je nach Laune des Herrschers. Und ab 1812 waren sie Staatsbürger. Sie waren, muss man einschränkend sagen, Staatsbürger zweiter Klasse. Sie hatten bestimmte Rechte nicht. Wehrpflichtig wurden sie wie alle anderen. Aber damals, das 19. Jahrhundert, war das Jahrhundert des Glaubens an den Fortschritt und an die bessere Zukunft, glaubten auch die Mehrheit der preußischen Juden, dass das ein Zwischenschritt war und dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie die volle Gleichberechtigung bekämen. So auch die Mendelssohns, wobei man wahrscheinlich einschränkend hinzufügen muss, dass der Umstand, dass die verschiedenen Mendelssohn-Familienzweige nach und nach sich taufen ließen, wohl auch etwas damit zu tun hatten, dass die Einschränkungen dann doch nicht so schnell wegfielen, wie man erhofft hatte. Nach den Napoleonischen Kriegen kam eine aus preußisch-berliner und mendelssohnischer Sicht sehr lange Periode des Friedens bis zur Revolution von 1848, was bei den ganzen Geschehnissen um die Revolution etwas in den Hintergrund getreten war, damals aber sehr präsent war, dass es 1848-49 auch einen Krieg gab im Herzen Europas, nämlich um Schleswig-Holstein, um die Herzogtümer. Das war sehr eng verbunden mit dem damals sehr starken Nationalgefühl, verbunden mit der Frankfurter Paulskirche, sodass die Jugend Deutschlands, wie es sich verstand, auch wenn es politisch noch kein festes Gebilde war, entweder danach strebte oder es auch tat, nach Norden zu eilen und gegen den Feind, den dänischen König, zu kämpfen, um die Unabhängigkeit der Fürstentümer. Einer der jungen Leute, der erst im Vorjahr die Schule verlassen hatte, war Sebastian Hensel, der einzige Sohn Fanny Hensels, die zwei Jahre vorher verstorben war. Er hatte eigentlich eine Landwirtschaftslehre begonnen in der märkischen Provinz, aber las fleißig Zeitungen und war Feuer und Flamme für die Idee der Unabhängigkeit der Fürstentümer und schrieb seinem sozusagen Ersatzvater Paul Mendelssohn-Bartholdy, seinem Onkel, von diesem seinem Entschluss und wollte aber doch noch seinen Rat, denn so viel gab er dann doch auf die Meinung seiner engeren Verwandten. Und Paul Mendelssohn-Bartholdy schrieb nicht zurück, was für ein Quatsch, tu das nicht, ich verbiete es dir, denn er war zwar auch noch nicht alt und weise, aber doch klug genug, um zu wissen, so einem jungen Heißsporn kommt man nicht mit Verboten. Sondern er schrieb ihm einen Brief, wo er ihn aufforderte, genau die Gründe darzulegen und seine eigenen Fragen genau zu beantworten, bevor er sich aufmache. Und das machte er so. Erstens, hast du die auf geschichtliche Tatsachen und logische Gründe basierte Überzeugung, dass Dänemark durch seine Forderungen ein Unrecht begeht? Zweitens, bist du überzeugt davon, und worauf gründet sich in diesem Falle deine Überzeugung, dass ganz Schleswig, auch der nördliche Teil desselben, der ja jetzt wieder zu Dänemark gekommen ist, nicht zu Dänemark gehören will? Drittens, glaubst du in der Tat, dass bei der jetzigen Lage der Dinge ein einseitiger Krieg der Herzogtümer gegen Dänemark einen irgend günstigen Erfolg haben kann und worauf gründest du diesen Glauben? Viertens, ist es nicht vielmehr sehr wahrscheinlich, dass ein solcher Krieg einen für die Herzogtümer noch viel nachteiligeren Frieden als den jetzt in Aussicht stehenden nach sich ziehen würde? Und wie könntest du es verantworten, bei einer Handlung mitgeholfen zu haben, welche voraussichtlich zum Verderben eines Landes, zu dessen Gunsten du doch einschreiten willst, gereichen müsste? Fünftens, der Waffenstillstand zwischen Preußen und Dänemark ist geschlossen und wird, woran auch du wohl schwerlich zweifelst, ausgeführt werden. Wollen die Herzogtümer den Krieg einseitig fortsetzen, so kann möglicherweise selbst Preußen gegen sie handeln müssen. In diesem Fall würdest du genötigt sein, gegen deine Landsleute im engeren Sinne des Wortes zu kämpfen. Hast du dies bedacht und wodurch würdest du eine so entsetzliche Tat rechtfertigen? Sechstens, hast du bedacht, dass du durch die Ausführung deines Gedankens dich gänzlich aus deiner eben begonnenen Laufbahn, in der du noch unendlich viel zu lernen hast, ehe du imstande sein wirst, etwas darin zu leisten, herausreißen würdest? Womit kannst und willst du es rechtfertigen, die erste und vorzüglichste Pflicht eines Menschen, seinem Vaterlande ein nützliches Mitglied zu sein, hinten anzusetzen? Der Erfolg war tatsächlich so, wie Paul Mendelssohn-Bartholdy gehofft und wahrscheinlich auch geahnt hatte. Sebastian Hensel wurde sich der doch sehr kurzgedanklichen Tragweite seines schon fast gefassten Beschlusses bewusst und reiste nicht ab nach Schleswig-Holstein und schreibt dann später in seinen Memoiren, dass er seinem Onkel sehr dankbar war, sowohl für den
darin implizierten Rat, als auch für die Art und Weise, wie er das verpackte. Interessant ist, dass dann als 2 Jahre später Sebastian Hensel tatsächlich armeepflichtig wurde, wehrpflichtig wurde und sich zum einjährig freiwilligen Dienst melden musste. Also er hätte auch, ja wie auch immer. Er aus dem einen Extrem, nämlich im jungen Ungestüm in den Krieg ziehen zu wollen, ohne groß drüber nachzudenken, in das andere fiel, was Paul Mendelssohn-Bartholdy zu der Reaktion veranlasste, dass der Krieg eine entsetzliche Plage, ein ungeheures Unglück für die Menschen ist, werden nur wenige in Abrede stellen. Es gereicht aber zu meiner Verwunderung, dass du zu dieser Erkenntnis erst durch die Nationalökonomie gekommen bist und nun gar, dass du auf diese Erkenntnis gestützt die Armeen sofort abschaffen und selbst nicht Soldat werden willst. Hier scheint mir wahrlich ein ungeheures Missverhältnis obzuwalten und du musst mir verzeihen, lieber Sebastian, wenn ich die Gründe, welche du dafür angibst, für sophistisch halte und es bedauere, dass du mit einem großen Aufwand von Verstand eine schlechte Sache gut zu machen suchst. Er machte dann seine Wehrpflicht, leistete seine Wehrpflicht, blieb ihm auch nicht viel anderes übrig, allerdings mit Schwierigkeiten und wie er es dann auch später nannte, Bockigkeiten, sodass ihm die Ernennung zum Leutnant am Ende verwehrt blieb und er im gebrochenen Verhältnis zur Armee dann aus diesem Verhältnis schied. Ich würde gerne an der Stelle vielleicht, außer wenn es bei Gründe gibt, einzuhaken, doch nochmal einen Sprung zurück machen zu zwei, die dann doch Soldaten geworden sind von den Mendelssohns. Ich meine, die Frage steht ja im Raum. Die naive Frage, sind Mendelssohns anders Soldaten als andere? Ne? Sozusagen haben sie das Vermächtnis der Familie oder des Stammvaters? Ich habe tatsächlich gefunden Briefe von Zweien, die in dem Befreiungskrieg, also nochmal 60 Jahre zurück jetzt gezogen sind. Wollte da mal ein paar kurze Ausschnitte nennen. Das eine ist Philipp Veit. Philipp Veit ist also der Enkel Moses Mendelssohns, Sohn von Dorothea Schlegel, wie sie dann später hieß. Er selber ist ein paar Jahre vorher getauft worden. Eine Zeichnung von seiner Taufe haben wir hier sogar in der Ausstellung. Und er beschreibt also sehr ausführlich, 1813, da ist der Krieg gerade losgegangen, seine Ausstattung und seine Uniform, die schwarze Uniform, es gruselt ein bisschen, wenn man das hört, ganz ehrlich. Er ist da auch recht begeistert von, und wir tragen eine Litewka, das heißt eine kurze Pikesche von schwarzem Tuch, weite schwarze Überziehhosen und Stiefel, einen Tschako und schwarze Handschuhe, alles mit roten Schnüren besetzt. Unsere Waffen sind eine Büchse oder Stutzen, ein kurzer Säbel, ein schwarzen Bandelier, eine Pistole und ein Dolch. Und ja, also im Grunde geht es viel auch zunächst mal um dieses Äußere. Und der war ja ein sehr hübscher Mann, der Philipp Veit. Und man sieht hier eine gewisse uniformierten Eitelkeit, die in dieser Situation ihn auch mitträgt. Und später, ein paar Monate später, schreibt er dann an Dorothea Schlegel und ihren jetzigen Mann Friedrich Schlegel aus einer Kriegsszene: Unser Plan, zur ersten Kompanie zu gehen, war nun zerstört. Wir mussten uns an die dritte anschließen, die in Grimma stand. Es wurde Alarm geschlagen. Statt vorzurücken, mussten wir die ganze Nacht retirieren. Das habe ich nun gut gelernt, denn wir machten Retirees bis Meißen, wo ich und Eichendorff noch gestern Abend von unserem Hauptmann kommandiert wurden, hierher zu gehen und alle schwarzen Truppen, die sich hier und in der Gegend befänden, zu ihm zu führen. Lasst euch daher durch keine Nachricht verführen, zu glauben, als sei unser Korps schon im Feuer gewesen. Selbst das erste Bataillon ist es noch nicht. Ich bleibe auf keinen Fall lange hier und gehe vielleicht heute noch zu Lützow ab, wenn es nämlich möglich ist, hinzuzukommen. Die Gardejäger sind ganz entsetzlich mitgenommen worden, schreibt er. Und dann ein Brief, der noch etwas später ist,
da ist seine Mutter eben bereits in Wien und wo er noch einmal den Soldatenalltag beschreibt. Wie ich aussehe, weiß ich nicht, weil ich mich seit dem Waffenstillstand nicht im Spiegel gesehen habe. Ich habe wollene Strümpfe, Leibbinde und Kamisol, das interessiert die Mutter natürlich doch, ob er warm angezogen ist. Wie mir zumute ist, das ist schwer in der Kürze zu beantworten, denn mir ist manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal gar nicht zumut. Meistens aber gut mit ein bisschen Sehnsucht, wie immer. Ich habe ein braves Pferd, zum Beten kann ich recht oft kommen, das kann mir Gott sei Dank niemand verwehren. Ich bin ja auch in katholischen Landen, wo ich die Heilige Messe hören, wohl auch beichten und kommunizieren kann. Das eine Vater Unser und Ave Maria will ich aber zu eurem Gedächtnis täglich beten. Ich habe kein lichtbraunes Pferd, sondern im Gegenteil einen Schimmel, Vulgo Sümmel genannt, einen muntern, gewandten, in der Eskadron beliebten und bekannten Polacken. Ja, und als der Krieg dann dem Ende zugeht, jetzt sind wir schon 1814, da kommen also dann auch ein paar kritische Töne. Was wirst du erst sagen, wenn ich nach diesen beiden glänzenden, höchst wunderbaren Erfolgen, die uns allen noch wie ein Traum vorkommen, doch noch bei meiner Meinung beharre? Glaub mir, liebe Mutter, Krieg bleibt Krieg und stets ein Recht, das man sich selber schafft. Und dabei, was ist nun gewonnen und durch so vieler Christen Leben erkämpft? Es ist mir so recht klar, wie auch dieser Krieg nur eine Züchtigung war und eine gerechte Strafe des allgemeinen vorlauten, ungestümen Schreins und Lärmens, um uns recht deutlich zu zeigen, dass es noch eine ganz andere Freiheit zu erringen galt als die des Handels und ein anderes Joch abzuwerfen als das bloß Äußere. Wobei ich noch bemerken will, dass es bei uns nicht immer so klar aussah und der Erfolg so wenig zweifelhaft, als es euch so von Weitem in der grünen Stube schien. Also das sind ein paar Schlagworte hier von Philipp und von seinem Cousin Georg Benjamin. Das ist ein Sohn des Bankgründers Josef Benjamin. Er ist noch Jude, er wird aber ein paar Jahre später evangelisch werden, auch um Professor zu werden. Und er schreibt und schildert sehr viel drastischer eigentlich den Soldatenalltag, wie wir ihn kennen, zwischen Köthen und Bärenburg. Ich bin vollkommen gesund und wohl, habe mehrere Nächte hintereinander durchgeritten, an einem Tag 14 Meilen gemacht, im Regen bivakiert, ohne dass es mir das Mindeste geschadet hätte. Das Reiten greift gar nicht so sehr an. Nach einem Marsch von 14 Meilen zu Pferd bin ich nicht halb so müde wie nach einem von 4 zu Fuß. Vorgestern waren wir im Feuer. Westphal, der die Schwadron kommandiert, an die sich unser Detachement bis jetzt anschließt, mit ca. 22 Husaren, 8 Jägern, wollte einen französischen Posten in Gottes Gnaden hart an der Saale auf unsere Seite nachts überfallen. Nach einem Ritt von 4 Meilen kommen wir gegen Mitternacht an und fanden statt eines offenen Posten ein Kloster, wozu alle Eingänge mit eisernen Gittern versehen waren. Gerade gegenüber am anderen Ufer lagen 2000 Mann mit einer Fähre. Alles musste also in 15 Minuten abgetan sein. Nachdem wir das Ganze umritten haben, finden wir eine Schildwache. Sie ruft, halt, wer ist da? Und zugleich, da wir auf sie zusprengen, schreit sie, attrapé, und drückt in die Luft los und stürzt durch eine enge Tür hinein, die sie in der Angst offen lässt. Wir stürzen nach, sogleich wird von allen Seiten auf uns gefeuert. In einem engen Gange, wo etwa 3 nebeneinander reiten können, dringen wir vor. Die Franzosen geben aus den Fenstern und von vorn Feuer und löschen dann das Licht aus. Keine Kugel hätte fehlen sollen. Aber unbegreiflicherweise trifft oder verwundet auch keine einzige. Alle gehen über den Kopf weg. Nach ca. 50 Schritten stößt Westphal, der Vorderste, auf ein verschlissenes eisernes Gitter, hinter dem 3 Franzosen feuern. Es scheint nun nicht möglich, die Sache schnell genug abzutun. Er ruft also zurück, zurück, wir kehren um, während die Husaren von hinten nachdringen. Bald aber sammeln wir uns vor der Pforte, reiten nochmal ums Kloster, von wo aus Schießscharten über den Kopf weg geschossen wird, finden aber nichts und müssen zurückreiten, ohne was ausgerichtet zu haben, jedoch auch ohne den mindesten Verlust. Und dann schildert er, dass das Verhältnis untereinander auch zu den Offizieren recht positiv ist. Es ist nicht, sagt er, super, aber man kommt sehr gut miteinander klar. Sehr beeindruckt hat mich eine Schilderung, die wie eine Fotografie oder ein Gemälde ist,
Und natürlich ist das immer noch nicht der Krieg, den man erlebt, denke ich, wenn man selber in der Scheiße liegt. Aber es ist dieses Panorama, was wir heute von unseren Möglichkeiten der Berichterstattung eben auch manchmal kommen. Ludwigsdorf, das ist also am Fuß des nördlich vom Riesengebirge. 30. August 1813. Liebe Vater, liebe Mutter, ich weiß zwar nicht, ob ihr noch zusammen seid, aber der eine wird den Brief wohl dem anderen schicken. Der glänzende Vorteil, den die Russen gestern erfochten haben, wird euch wohl schon bekannt sein. Wir waren nur Zuhörer anfangs und zuletzt Zuschauer einer in ihrer Art einzigen Szene. Der Bober, das ist der Fluss, hat durch den vielen Regen angeschwollen, vieles Land überschwemmt und das Ansehen eines Sees gewonnen. Diesen ganzen See, denke dir, voll von Menschen und Pferden. Teils Franzosen, die durchzuwarten versuchen, teils Kosaken, die ihnen nachritten und noch hunderte von Gefangenen zurückbrachten, diesseits in den Gründen zwischen den Bergen, hier die Reste eines abgebrannten Magazins, dort Meuterei und Fußvolk aufmarschiert, dann wieder lange Züge von Gefangenen berganziehend, allenthalben Russen, die ihre Gefangenen durchsuchen, französische Offiziere halb nackt und in den wunderlichsten Trachten, gegenüber Löwenberg und dahinter noch Trupps Franzosen, die sich zuletzt sogar zu einigen Kanonenschüssen ermunterten. Dieses Schauspiel, das uns ganz unerwartet auf dem Gipfel eines Berges zuteil wurde, ehe wir uns noch darunter mischten, wird einem lange gegenwärtig bleiben. Dem Vernehmen nach haben die Russen 3000 Gefangene, 3 Generäle und 110 Kanonen gekriegt. Eine große Zahl Franzosen hat im Bober den Tod gefunden. Überhaupt gleichen die Tage seit der Schlacht bei Peterwitz, das ist aber heute bekannt als die Schlacht bei Katzbach, mehr einer Jagd als einem Kriege. Unser Regiment allein hat gegen 2000 Gefangene und 9 Kanonen zusammengetrieben, schwere Waffen, ja, mit Verlust eines Mannes. Auf das Detachement kommen circa 300 Gefangene und 8 Kanonen. Es war so leicht, Gefangene zu machen, dass ich jetzt nicht gern 200 Schritt weit reite, um einen zu kriegen. Eine Patrouille von 20 Mann von uns nahm 140 Mann ohne Verlust. Wenn es wahr ist, wie offiziell gesagt wird, dass wir Riesa und bei Mittenwalde, dass wir da nicht weniger glücklich waren, so eröffnen sich uns schöne Aussichten für die Folgezeit. Ja, das ist so. Zwei Briefe direkt sozusagen aus dem Soldatenalltag und beide sind, glaube ich, unverwundet, wohlbehalten nach Hause gekommen. Philipp Veit hat sogar das Eiserne Kreuz bekommen, wie Wilhelm Hensel auch. Ja, das ist sozusagen eine Art Kriege des 19. Jahrhunderts. Wie erwähnt, es gab, Entschuldigung. Ja, vielleicht einfach nur als um das ein bisschen einzurahmen. Ja. Wir haben in der deutsch-jüdischen Geschichte dieses Paradox, dass die Emanzipation der Juden erstmals im Krieg und vom Feind durchgeführt wurde. Im Königreich Westfalen wurden Juden erstmals auf deutschem Boden gleichberechtigt. Die Französische Revolution und die französischen Revolutionsheere, die der Feind waren für die preußischen Juden, haben sozusagen die Emanzipation der Juden erstmals gebracht. Preußischen Juden in Loyalitätskonflikte gebracht, dass nämlich sozusagen der Feind die Gleichberechtigung gebracht hat. Das ist ein Paradox, was dann in den Befreiungskriegen, wir haben eben diese Passagen gehört, kippt. Weil Mendelssohn war noch ein dankbarer Untertan des preußischen Königs. Wir haben aber in der Frontstellung gegen die Franzosen die Herausbildung des deutschen Nationalismus, auch unter Juden. Und wir sehen hier, wie die als Kriegsfreiwillige begeistert an diesen Kämpfen mit den Russen gegen die Franzosen, eigentlich noch als Preußen, aber letzten Endes mit einem deutschen Nationalbewusstsein kämpfen, das dann bei Sebastian Hensel ganz selbstverständlich ist. Also binnen 3 Jahrzehnten verstehen sich die Juden nicht mehr als preußische Juden,
sondern als deutsche Juden. Und mit diesem Selbstbewusstsein treten sie dann in Kämpfe, Kriege und Ähnliches ein. Es fällt auch auf, dass dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens, wenn immer die doch fast durchgehend sehr patriotisch eingestellten Mendelssohns über diese Themen sprechen, nie die Rede davon ist, dass man für den König kämpft, sondern man kämpft fürs Vaterland. Das engere Vaterland Preußen, das weitere Vaterland Deutschland. Aber der König, obwohl man die Mendelssohns auch immer positive Verhältnisse zum König hatten, aber es war nicht der Grund, weshalb man sich in die Reihe der Armee stellte, um welchen Kampf auch immer zu kämpfen. Wie erwähnt, 48, 49, das war ein relativ kleiner Krieg dort für die Herzogtümer, der auch schnell zu Ende ging, bevor er zu einem richtig großen Krieg mit umfangreichen Verlusten sich auswachsen konnte. Die nächsten größeren Kriege fanden dann für Preußen und auch für Deutschland im kleinen deutschen Sinne des Wortes in den sogenannten Einigungskriegen statt, 1864, 1866 und 70-71, wobei wir für 64 nicht wissen, ob Mendelssohns teilgenommen haben. Spätestens 66 waren dann Mendelssohns auch wieder an den Kriegen beteiligt, und zwar zum einen als Soldaten, dazu werden wir noch kommen, und zum anderen auch als Berater. Denn natürlich war, als es dann 1866 auf den Konflikt Preußen-Österreich hinauslief, schon unklar, wie gut man als Preuße gegenüber dem doch sehr, sehr großen, mit viel, viel Ressourcen ausgestatteten Österreich-Ungarn und damals noch Österreich, also zurechtkommen würde. Und deshalb lud der König und die Regierung luden verschiedene Sachverständige ein, um mit ihnen zu beraten, ob so ein Krieg finanzierbar und wirtschaftlich durchzuführen ist. Und einer dieser Ratgeber war Paul Mendelssohn-Bartholdy, der schon erwähnte Onkel Sebastian Hensels, der dann kurz vor dem Krieg im Mai 66 an den Neffen Sebastian Hensel schrieb: Vor einem Kriege mit Österreich inklusive verschiedener deutscher Brüder graut mich so wenig, dass ich ihn vielmehr für das einzige Mittel gegen große Übel halte, an welchem mir ein Teil der menschlichen Gesellschaft zu leiden scheint. Leider führt er hier nicht aus und bezieht sich wahrscheinlich auf mündliche Gespräche, von welchen Übeln er da, an welche Übel er denkt oder welche er meint. Aber es ist ganz klar, dass für ihn Krieg tatsächlich, wenn es denn das Vaterland und der Verstand für sinnvoll und nötig halten, ein Mittel ist, zu dem man zu greifen hat. Ganz anders sah es die Frau von Sebastian Hensel, die da auch sehr deutlich in einem der Briefe an die Frau von Paul Mendelssohn-Bartholdy schreibt. Insofern sind wir jetzt nämlich bei dem Thema Männer und Frauen im Krieg. Herr Buch. Jetzt habe ich doch eine Frage. Sie haben ja sehr deutlich erwähnt, dass die sich alle haben taufen lassen. Wie sehr waren sich diese jetzt so kriegsbegeisterten Mendelssohns ihrer jüdischen Herkunft noch bewusst? Wenn wir das jetzt über, also die Verbindung von Judentum und Krieg, dazu haben wir keine Quellen gefunden bei den Mendelssohn-Quellen, die wir zusammengestellt haben. Wenn es generell um Judentum geht, die Verbindung der oder die Beziehung der getauften Mendelssohns, auch zweiter, dritter, vierter Generation zum Judentum, so ist es natürlich wie in jeder Großfamilie unterschiedlich, aber tendenziell war das Verhältnis ein sehr positives. Das heißt, man war sich der Herkunft bewusst, man versuchte sie weder zu verstecken noch zu verleugnen, noch durch aggressives Auftreten in Abrede zu stellen. Zum Beispiel gab es eine Petition gegen die Einschränkung der Rechte der preußischen Juden. Und die führenden Unterschriften stammten von Alexander Mendelssohn, der noch jüdisch war, und Paul Mendelssohn-Bartholdy, der konvertiert war. Und sie schafften es sogar, ihren Freund Alexander von Humboldt dazu zu bewegen, das zu unterschreiben. Was auch ein sehr deutliches Zeichen ist, wie doch ungewöhnlich für getaufte Familien positiv sie jüdischen Initiativen und Belangen gegenüberstanden, ist, dass wiederholt Mendelssohns auch in späteren Generationen Mitglied jüdischer Vereine wurden, was nicht selbstverständlich war. Normalerweise wurde man, wenn man Jude war, also Mitglied einer jüdischen Gemeinde, nicht Christ, Mitglied eines jüdischen Vereins, wie zum Beispiel zur Unterstützung jüdischer Studenten oder Ähnliches. Aber Mendelssohns waren da eine Ausnahme und wurden Mitglied und natürlich förderndes Mitglied in erster Linie. Nicht, dass sie da irgendwie darauf hofften, von den Mitteln irgendwas in Anspruch zu nehmen.
Ebenfalls deutlich wurde das, als Sie zum Beispiel Stiftungen gründeten und diese Stiftungen dann in die Verwaltung jüdischer Institutionen gaben, jüdischer Gemeinden, deutsch-israelischer Gemeindebund zum Beispiel. Das war, hätte eine andere getaufte Familie, ganz zu schweigen von einer Familie ohne jüdischen Hintergrund, nicht getan. Sicher gab es auch Einzelsituationen, wo es anders aussah, aber das würde jetzt vielleicht doch den Rahmen etwas sprengen. Man kann es vielleicht noch ergänzen, die beiden Soldaten, von denen wir eben gehört haben, Philipp Veit kommt aus einem Familienzweig, der dann insgesamt, von dem viele katholisch geworden sind, Dorothea Schlegel, und von ihr und auch von ihm gibt es eine durchaus manchmal sehr kritische und distanzierte Auseinandersetzung mit dem Judentum. Wobei Dorothea Schlegel immer diesen Kontakt zu diesem Vater eigentlich, diesen imaginären Kontakt gesucht hat. Ne? Das kommt immer, taucht auch immer wieder auf. Ne? Aber sie war ja auch eine sehr sendungsbewusste Katholikin. Und ein bisschen ist das dann auf den Sohn Philipp Veit übergegangen, der dann auch in diesem Sinne, denke ich, das haben wir ja auch eben gehört, dann Soldat, sich als christlicher Soldat gefühlt hat. Georg Benjamin war der Sohn von Josef Mendelssohn, der Jude geblieben war, und also die Eltern waren beide jüdisch. Auch sein Bruder Alexander, von dem wir eben hörten, ist Jude geblieben, und Georg Benjamin war es zu diesem Zeitpunkt auch noch. Und interessant ist tatsächlich, dass diese Konversion von ihm in der Familie, wir haben keine Quelle darüber, dass es eine destruktive Auseinandersetzung gegeben hat. Ja, die Familie konnte damit leben, sowohl er mit den jüdischen Eltern als auch umgekehrt. Da wirkte in diesem Familienzweig sehr stark die Überzeugung der Aufklärung, dass Religion komplett Privatsache ist. Also wenn sich eine Person dafür entscheidet, Christ zu sein, dann ist das sein Recht und wunderbar, solange er nicht dann im Gegenzug, wie eben bei den Katholiken teilweise vorgefallen, versucht, mich auch zu überzeugen. Er lässt mir mein Recht, die Religion zu wählen. Entschuldigung, ich lasse ihm sein Recht, die Religion zu wählen. Ja, ich möchte noch was dazu ergänzen. Ich habe gerade Ihr Buch gelesen, Dr. Lackmann, und da fand ich herausragend den Brief, den der Vater von dem Veit geschrieben hat, der darstellt, dass es eigentlich relativ egal ist, zu welcher Religion man gehört, solange man sich irgendwie der Menschheit und der Menschlichkeit verpflichtet fühlt. Der hat das natürlich in viel besseren Worten gesagt, als ich das jetzt kann. Und das fand ich also herausragend zu dieser Zeit. Also da könnten wir uns manches abschneiden. Ja, das ist ein großartiger Brief, in der Tat. Und der ist noch großartiger, wenn man als Hintergrund hat, was für eine schwierige Auseinandersetzung er mit seiner geschiedenen Frau Dorothea hatte und wie er sich in dieser sehr schwierigen Scheidungsgeschichte verhalten hat. Die Frage ist, ob wir dieses Thema Frauen und Männer im Krieg noch mal eben ansprechen wollen. Ist das okay? Ja? Weil Sebastian sagte schon, im Krieg 1866 gab es eben die Situation mit Sebastians Frau, Julie. Also nicht meine Frau, sondern Sebastian Hensels. Ja, mit Sebastian Hensels Frau Julie, geborene Adelson. Sie stammt also aus einer russisch, auch konvertierten russisch-jüdischen Familie in Königsberg. Und sie sind damals in Ostpreußen, da ist Sebastian Landwirt. Und sie schreibt eben also an die Tante Albertine, die Frau vom Onkel Paul, dem Bruder des Komponisten Felix, in Berlin. Und das ist ein Brief, wo, da haben wir Alltag, den ganz normalen Alltag in der Etappe und gleichzeitig die Präsenz des Krieges zusammen.
Großbaden, den 24. Juli 66. Liebste Tante, hab tausend Dank dafür, dass du in dieser schweren Zeit dich unser liebend erinnerst. Sei mir nicht böse, dass ich den letzten Brief unbeantwortet behalten habe. Das ganze entsetzliche Kriegsunglück liegt wie ein qualvoller Alb auf mir und ich bin so schrecklich verstimmt und so tief unglücklich über die Tausende von Menschenleben, die schon hingeopfert sind, und über die Armen, die noch immer als Kanonenfutter nachgeschickt werden, dass ich aufrichtig sagen kann, ich habe keinen anderen Gedanken. Ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst, die über unsere Erfolge so entzückt sind und von unseren Taten so begeistert sind, dass sie die furchtbare Misere, die daraus hervorgeht, als ein notwendiges Übel aufnehmen und es eigentlich nur als statistische Notiz betrachten. Aber ich glaube es nicht. Ich kann mir nicht denken, dass eine Mutter, die mit Aufopferung und Liebe ihre Kinder gehegt und gepflegt, es ruhig mit ansehen kann, wenn die Blüte der Nation teils hinweggerafft, teils lebenslänglich verstümmelt wird. Die Männer urteilen anders. Sie bringen diese Opfer mit Freuden, um große politische Zwecke zu erreichen. Sie finden den Krieg gegen die früheren unblutig und betrachten das große allgemeine Unglück, dessen Tragweite man noch gar nicht übersehen kann und das aus diesen Zuständen hervorgegangen ist, als eine Naturnotwendigkeit. Et voilà tout. Und es ist vielleicht ein Glück, dass sie so denken, da dieser unselige Krieg doch wahrscheinlich noch andere nach sich ziehen wird. Das ist nun der Krieg und nun noch dazu die Pestilenz, wie du die holde Krankheit nennst, denn da ist in Königsberg die Cholera und sie schreibt dann, was da alles passiert mit Infektionen und Cholera und die ganze Panik. Können wir sehr viel Parallelen ziehen zu dem, was wir gerade auch erlebt haben mit Corona. Es gibt übrigens, wenn ich das sagen darf, einen YouTube-Kanal der Mendelssohn-Gesellschaft. Da gibt es in einer Reihe Briefe an die Masern ausführlicher über genau diesen Brief in Pandemiezeiten. Juli beendet dann mit einem Hinblick auf das Wetter und die Anwesenheit ihrer Verwandten Flora. Und dann kommt eben, die endlich wieder zur, ordentlich funktioniert und im Zusammenleben sich ganz gut gemacht hat. Und dann kommt das Postskriptum ihres Mannes, Sebastian. Der ist 36 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Liebste Tante, ganz so Weibert urteile ich nun allerdings nicht über den Krieg wie Julie, der ich aber eben als Frau die Berechtigung dieses Urteils gar nicht absprechen will. Sie sieht immer im Geiste schon ihren Dicken, den Paul, das ist der Vater der Gründerin der Mendelssohn-Gesellschaft, Sissel Loventhal-Hensel, Paul Hensel. Sie sieht immer schon im Geiste ihren Dicken, den Paul, auf einem Schlachtfeld liegen. Wenn wirklich bei diesem Kriege das herauskommt, was möglich ist, ein geeinigtes Deutschland ohne zurückkehrende Fürsten von Sachsen, Hessen, Hannover etc., dann will ich ihr sagen, aber ich glaube nicht dran. Heute ist mein neuer Gutsverwalter eingezogen und infolgedessen, wenn er nicht noch loskommt, werde ich ziemlich viel zu tun bekommen. Weißt du denn von Nachrichten von Ernst Dirichlet nach den Schlachten? Das ist also ein Cousin, der auch in Ostpreußen Landwirt ist, Mitte 20 und der offensichtlich verwundet wurde. Ich habe die Bretschkämer sehr gebeten, mir solche mitzuteilen, wenn sie welche bekommen, bin jetzt ohne Antwort. 2 Jahre danach ist der Ernst gestorben und wir können eigentlich vermuten, dass es auch was mit Folgen dieses Krieges zu tun haben könnte. Einer der Mendelssohn-Landwirte. Das ist Sebastian. Und wenn ich jetzt vielleicht nochmal, und dann schließt sich nämlich der Kreis, weil wir ja nun wirklich viele Positionen Sebastians jetzt gehört haben, im Dialog mit dem Paul gegenüber seiner Frau. Und dann Sebastian, der alte Mann, schreibt ein Märchenbuch, Zugvögel, Ende der 90er Jahre und widmet das den Kindern seiner Mendelssohn-Verwandten bei den Bankiers. Und diese Zugvögel ziehen durch die Welt, vor allem erstmal durch die ganzen Mendelssohn-Sommervillen in Europa und kommen nach Afrika.
Und da passiert Folgendes: Es gibt ein ganz schönes Wohltätigkeitskonzert, alle sind ganz, ganz selig. Aber was war das? Das feine Ohr der Nachtigall unterschied plötzlich andere Töne, die sich dem Beifall mischten. Zorniges, wildes Gebrüll, dazwischen klagendes Geheul und Gewimmer und eine unruhige Bewegung ging durch die Reihen der dicht gedrängten Tiere. Sie sah, wie der Löwe sich flammenden Blicks erhob und seine donnernde Stimme bändigte einen Augenblick den beginnenden Aufruhr. Dann wurde sie erstickt in Lärm, Gekreische, Geheul, Gewieher, Gestampfe und Getobe, wie es wohl noch nie, außer vielleicht in der Arche Noah, zu hören gewesen. Die Ordnung löste sich in wildes Getümmel auf. An den Rändern flohen die Scheuentiere, die Antilopen jagten mächtigen Sprüngen dem fernschützenden Wald zu, die Zebra galoppierten davon, die Elefanten und Nashörner trampelten mit ihren plumpen Beinen alles, was ihnen im Weg war, nieder. In der Mitte aber lag eingekeilt in furchtbarer Enge ein wüster Knoll kämpfender, beißender, kratzender, mordender Tiere, den eine dichte gelbe Staubwolke umhüllte. Beide lagen nur noch die Leichen der Getöteten auf dem Platz, umkreist von Hyänen und Schakalen und darüber schwebenden beutelustigen Geiern. So endete das schöne Fest in Trauer und Jammer. Was eigentlich die Veranlassung zu dem Morden, zu dem Bruch des Gottesfriedens gewesen, ist nie recht klar geworden. Und dann kommen diverse Thesen, was für Intrigen es unter den Tieren gegeben haben könnte, die dazu gefügt haben. Das ist eine bizarre Szene in diesem wunderschönen, herrlichen Buch und die uns damals in einer langen Friedensepoche, fast 15 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, 20 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, fast prophetisch anmutet. Ja. Okay. Ja, finde ich, das ist eine sehr schöne Gestalt, dieser Sebastian Hensel, dem wir ja auch sozusagen die erste Familiengeschichte der Familie Mendelssohn verdanken, also der sich wirklich gekümmert hat um alle diese Familienzweige und der alles kannte, der mit allen irgendwie vernetzt war. Als junger Mann möchte er sozusagen als Kriegsfreiwilliger dienen, dann sieht er den 66er Krieg als ja, eine Etappe auf dem Weg zur deutschen Einheit und als alter Mann nach vollzogener deutscher Einheit mit dem deutschen Kaiser, wo es eben nicht mehr, wo die Sachsen und Württemberger und Badenser keine Rolle mehr spielen, kann er vielleicht wehmütig auf Krieg oder sowas gucken. Also sozusagen in einer langen Friedensperiode zwischen 1871 und 1914 ändert sich dann auch das Verhältnis zum Krieg, nachdem sozusagen der deutsch-französische Krieg das Kaiserreich hervorgebracht hat und die eigentlich die Interessen des deutschen Nationalismus in gewisser Weise befriedigt hat und befriedet hat. Wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, wir überspringen 1870, 71, auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit und gehen gleich zum Ersten Weltkrieg. Und wie Sie ja richtig sagten, war das was, als dann diese neue Kriegsgefahr heraufzog, was sich die Leute nicht mehr so richtig vorstellen könnten, weil zum einen die Alten schon sehr verklärt von der Romantik des Sieges von 1870-71 schwärmten und die Jungen sich nicht wirklich was Konkretes darunter vorstellen konnten. Und so war es vielleicht nicht ganz so überraschend, jedenfalls im Rückblick, dass so große Begeisterung durch die deutsche Bevölkerung ging, und durch alle Schichten und Gruppen und Regionen, als dann der Krieg im Sommer 1914 ausbrach. Aber es war tatsächlich auch so, dass nicht alle begeistert waren und das betraf nicht nur Teile der Sozialdemokratie, sondern auch die Mendelssohn-Kaufleute und Bankiers, weil sie schon genau sahen, welche Folgen das haben würde. Nicht nur was unzählige Morde auf den Schlachtfeldern anging, sondern auch was die Zerstörung in den europäischen Beziehungen anging, in den Kontakten, was das gegenseitige Vertrauen anging. Und so war es dann auch tatsächlich einer der Mendelssohn-Bankiers, der am beginnenden Sommer 1914 nochmal einen Versuch machte, ob es vielleicht eine Möglichkeit gab, zumindest den Zwei-Fronten-Krieg zu verhindern und Russland aus dem Krieg herauszuhalten. Es existieren Memoiren des letzten kaiserlichen Finanzministers von Russland, des Russischen Reichs, Peter Bark,
Und der beschreibt die Episode in diesen Memoiren. Ende Juni 1914 erhielt ich ein Telegramm aus Berlin vom Bankhaus Mendelssohn & Co. mit der Bitte, einen Vertreter der Bank, der nach Petersburg komme, zu empfangen. Dazu muss man wissen, Mendelssohn & Co. waren die Bankiers des russischen Staates und des russischen Kaisers in Deutschland und in Mitteleuropa. Im Nachbargebäude, Bankhaus, gibt es noch einen Tresor, der laut mündlicher Überlieferung der Zarentresor war, wo das Gold, das der russische Kaiser in Deutschland hielt, deponiert war. Innerhalb weniger Tage traf der ältere der Mendelssohn-Brüder, Robert, den ich seit langem kannte, in Russland ein. Er erklärte mir, dass deutsche Finanzkreise bereit seien, eine russische Eisenbahnanleihe in Deutschland zu platzieren, dass die Kapitalsituation im Land dafür günstig, die politische Lage aber außergewöhnlich besorgniserregend sei. Bevor er Deutschland verließ, hatte er mit dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, also de facto dem Außenminister, von Jago gesprochen. Dieser hatte ihn gewarnt, dass sich die Zuspitzung der Beziehungen zwischen Serbien und Österreich-Ungarn vergrößere und bald zu kriegerischen Handlungen führen werde. Solange diese ernste Frage nicht geklärt ist und sich die politische Lage in Europa nicht bessert, kann von einer Platzierung einer Anleihe auf dem deutschen Markt keine Rede sein. Nachdem er den offiziellen Teil seiner Mission beendet hatte, sagte mir Robert von Mendelssohn, dass er mit mir privat und streng vertraulich sprechen möchte. Dies konnte er tun, weil wir uns seit langem kennen. Dazu muss man wissen, Peter Bark, in Russland geboren, russischer Finanzbeamter, wurde zur Ausbildung vom russischen Staat zu Mendelssohn & Co. nach Berlin geschickt und hat hier einen Teil seiner beruflichen Ausbildung durchlaufen. Er, also Robert von Mendelssohn, versicherte mir, dass unabhängig von den Gefühlen in deutschen Finanzkreisen, die immer für den Erhalt guter Beziehungen mit Russland eingestellt waren, ehrlich freundschaftliche Gefühle zu Russland auch in ganz Deutschland bestehen, in offiziellen Kreisen ebenso wie im Publikum. Die hauptsächlichen Interessen Russlands und Deutschlands stoßen nirgends gegeneinander. Es wäre sehr einfach, diese guten Beziehungen zwischen den Ländern zu stärken, wenn Russland auf die Union mit Frankreich und auf die Unterstützung Serbiens verzichten würde. Obwohl Robert von Mendelssohn mir versicherte, dass er mit mir ganz privat spreche, sah ich mich gezwungen, ihm zu erwidern, dass die Fragen, die er berührte, mich als Finanzminister überhaupt nicht betreffen und dass ich ihm riete, sich mit meinem Kollegen, dem Außenminister Sasonow, zu treffen. Ich übermittelte Sasonow mein Gespräch mit Robert von Mendelssohn und sagte, dass die Hinweise Mendelssohns große Bedeutung haben vor dem Hintergrund der engen Beziehungen des Bankhauses Mendelssohn & Co. zur Wilhelmstraße, das war der Sitz der preußischen und deutschen Regierung, und zu offiziellen Kreisen in Berlin und sogar zum deutschen Kaiser. Während meiner nächsten Audienz übergab ich dem Kaiser, das war dann wieder der russische Kaiser, den Inhalt meines Gesprächs mit Mendelssohn. Robert von Mendelssohn verließ Petersburg Anfang Juli in der Überzeugung, dass Russland ein treuer Verbündeter Frankreichs bleiben und seine Pflicht gegenüber den slawischen Völkern auf dem Balkan nicht vernachlässigen werde. Also es war ihm schnell klar geworden, dass nichts zu erhoffen und nichts zu erreichen war. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit sah er vorher schon als groß an, eines Misserfolgs, aber er wollte diesen Versuch starten, um sich nicht hinterher vorwerfen zu müssen, sich selbst vorwerfen zu müssen, dass er nicht alles versucht hätte. Ich habe eine Frage dazu. Wir haben ja vorhin gehört von dir, dass eben Paul Mendelssohn-Bartholdy auch Finanzberater Bismarcks war und auch in der Kriegssituation den Krieg dann, sei es mit seinen Finanzen, aber auch überhaupt als das politische Mittel angesehen hat in einer bestimmten Situation. Waren das zwei Bankiers mit der gleichen Einstellung in verschiedenen Situationen oder würdest du sagen, dass beide verschiedene Einstellungen hatten zum Krieg und zur Politik? Wir wissen leider nicht viel über Robert von Mendelssohn, aber nach allem, wie es für mich aussieht, war es sehr ähnlich. Das war ein Krieg, der Krieg zwischen dem Deutschen Reich und niemand dachte 1914 an einen Weltkrieg, sondern man dachte an einen europäischen Krieg mit verschiedenen Beteiligten. Und aus Sicht der Mendelssohn-Bankiers war der Krieg zwischen Russland und Deutschland keiner, der irgendwie Sinn ergeben würde. Also sehr viel sinnvoller wäre, den wegzulassen, diesen Teil des Krieges, und stattdessen die guten Beziehungen, die sich zwischen den Ländern entwickelt hatten, die nicht reibungsfrei waren, aber für deren positive Entwicklung die Mendelssohns auch viel getan hatten, zu vermeiden und sich auf den Krieg, der
vermutlich auch den Mendelssohn, dass es unvermeidlich galt, gegen Frankreich zu konzentrieren. Und natürlich war es im deutschen Interesse, keinen Zwei-Fronten-Krieg zu haben. Insofern alles zu tun, zu versuchen, das auf einen Ein-Fronten-Krieg zu beschränken. Ich habe nicht das Gefühl, dass Robert von Mendelssohn grundsätzlich, oder habe nicht den Eindruck, aufgrund der Quellen, die bisher vorliegen, dass Robert von Mendelssohn grundsätzlich eine andere Einstellung zum Krieg als Mittel der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln gehabt hätte. Der Bruch in der Einstellung zum Krieg und überhaupt die Entstehung von Pazifismus als Massenbewegung fand, so ist mein Eindruck, auch erst nach dem Ersten Weltkrieg statt, als der Krieg ein völlig anderes Niveau hatte, ein völlig anderes Maß an Sinnlosigkeit und Vernichtung, denen man sich vorher, es gab einzelne Leute, die davor warnten, aber in der Gesellschaft war nicht klar, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Sonst wäre wahrscheinlich auch nicht diese allgemeine Begeisterung in dem Maße eingetreten am Beginn des Krieges. Und es waren Mendelssohns auch, die während des Krieges noch über Schweden versuchten, Friedensgespräche mit Russland in Gang zu bekommen, aber Russland beharrte darauf, was ja aus Sicht bestimmter Kreise in Russland und vor allem Frankreichs auch gut war, treu zur Allianz mit Frankreich und auch mit England zu stehen und seine Pflicht zu erfüllen, was das Russische Reich in den Abgrund getrieben hat. Das Deutsche nur halb. Ich meine, es gibt eine Frau in der Mendelssohn-Familie, Edith Mendelssohn-Bartholdy. Nächste Generation dann sofort. Die den Ersten Krieg auch erlebt hat, aber der wir jetzt dann die Geschichte und den Bruch auch des 20. Jahrhunderts sehen. Aber es gibt eben auch einen Mann, und deswegen würde ich jetzt beide tatsächlich zusammen angucken, wenn wir im 20. Jahrhundert sind, für den im Ersten Weltkrieg genau dieser Auslöser eigentlich gewesen ist. Das ist Albrecht Mendelssohn-Bartholdy. Das ist also ein Enkel von dem Komponisten Felix, also Urenkel von Moses. Ein Jurist, der dann sich zum Völkerrechter entwickelt hat und heute sagen wir sogar zusammenfassend Friedensforscher. Friedensforscher heißt, er kam während des Ersten Weltkriegs mit den Intellektuellen um Max Weber, die versuchten, das Thema Krieg anders anzugehen in dieser militarisierten Gesellschaft zusammen. Das hat ihn angesteckt. Er war übrigens auch bei den Versailler Friedensverhandlungen anwesend, als in einer Professorendelegation, die beraten sollte, und hat, das war der erste Schritt in Richtung Friedensforschung, in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die ganzen Dokumente, diplomatischen Dokumente des Kaiserreichs durchgesehen, um die Kriegsschuldthese zu widerlegen. Und war dann erschrocken, als honoriger Wissenschaftler festzustellen, dass da so viel auch nie wieder nicht zu widerlegen war, und erschrocken über das, was er da an Vermerken des Kaisers und so weiter vorgefunden hat. Und es ist ein gigantischer Band, 40 Bände, riesige Bände, die dann herausgegeben wurden von diesen Dokumenten, und eine kleine Ausgabe, und wahrscheinlich haben wenige Leute sie in dieser Fülle gelesen, aber es gab eben auch die Taschenausgabe, und letzten Endes war das Material gegen die Dolchstoßlegende, wenn man so, auch in gewisser Weise in dem Zusammenhang. Und sein Versuch war dann, und jetzt sage ich wieder als Friedensforscher, den Deutschen, die damals als Parias in der Völkergemeinschaft angesehen wurden, die sich ausgeklinkt hatten als Schuldige dieses Krieges in gewisser Weise, beizubringen, dass es sowas gibt wie internationales Recht. Ja, also praktisch mit seiner Zeitung für Auswärtige Politik und seinem Institut für Auswärtige Politik in Hamburg Möglichkeiten der Erwachsenenbildung zu schaffen, dass man versteht, wie funktioniert internationales Recht und das Westbündnis durch eine Überseegesellschaft zu festigen und zu entwickeln. Und
was als sein Testament bezeichnet wird, ist ein Buch, was ich hier sogar jetzt dabei habe. Das ist nach seinem Tod erschienen. Er wurde von Nazis dann vertrieben. Er musste gefährlich 1933 fliehen. Er hatte übrigens eine Familie, er hatte selber keine Kinder und hat mit seiner Frau zusammen zwei Weltkriegswaisen adoptiert. Wir sehen ein Foto von ihm mit dem Adoptierten, einer adoptierten Tochter, sehen wir hier im Handout. Und die sind dann also nach England geflohen. Und er war in Oxford drei Lebensjahre. Und er war kein Pazifist in dem Sinn, dass er wollte den Tyrannenmord, er hoffte auf den Tyrannenmord und war verzweifelt, was er à la Chamberlain hörte, was sich in England und auch in Deutschland da an Relativierung tat. Und sein sogenanntes Testament of a Liberal, was nach seinem Tod, er starb dann an Magenkrebs 1936 in Oxford, erschien, das heißt The War and German Society. Und darin, das handelt natürlich nicht vom Zweiten Weltkrieg, sondern auf dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, es ist eine etwas altertümlich schwurbelnde Sprache, würde ich sagen, aber er seziert wirklich, was der Krieg mit der Gesellschaft anstellt. Und wenn wir vorhin gehört haben, was Moses Mendelssohn sagt über die Perversion des Zusammenlebens und die Zerrüttung von allem, was das Zusammenleben ausmacht durch den Krieg, dann hat er das hier an der deutschen Gesellschaft nochmal gezeigt, wie der Föderalismus kaputt geht, wie durch Zentralisierung, durch Propaganda, durch Lügenmaschinerie die Leute verkorkst werden und wie die Generationen gegeneinander ausgespielt werden und wie die ganze Gesellschaft traumatisiert und kaputt und der Krieg eben lange nicht vorbei ist, wenn er vorbei ist. Ich habe jetzt vor zwei Tagen gehört, dass ich nicht wusste, dass es ein deutsches Typoskript dieses Buches gibt in der Staatsbibliothek. Und eine interessante Nachricht, und von der wir hoffentlich Folgen haben werden. Ne? Und dieser Albrecht Mendelssohn Bartholdy ist meines Erachtens der bedeutendste Mendelssohn-Nachfahre des 20. Jahrhunderts und wirklich einer, der das Erbe der Aufklärung da versucht aufzunehmen und dann daran verzweifelt ist, dass eben sein Institut wurde dann von den Nazis gekapert, er selbst vertrieben und es war eigentlich, es ist dann ja auch eine Epoche zu Ende gegangen. Und vielleicht könntest du daran anschließen, das, was du zu Edith Mendelssohn-Bartholdy sagen kannst. Ne? Weil diese Zeitenwende, die wir da nämlich haben, oder Paradigmenwechsel, diese Generation eigentlich, ja, alle in dieser Generation getroffen hat. Das grundsätzlich Neue, qualitativ Neue war, dass bis dorthin und auch einschließlich des Ersten Weltkriegs fast ohne Ausnahme Mendelssohns immer auf Seiten des Vaterlandes, ob nur des preußischen oder des deutschen standen, auch wenn sie die Maßnahmen entweder des Militärs oder des Königs oder des Kaisers kritisierten, war es selbstverständlich und unhinterfragt, dass man auf der Seite des Vaterlandes stand. Und das brach in den Menschen dann ab 33 und spätestens ab 39 ganz extrem. Das heißt, es kippte sogar richtig in die andere Richtung, was noch wenige Jahre vorher, 10, 20 Jahre vorher völlig undenkbar war. Bei Edith Mendelssohn-Bartholdy, die eine Angeheiratete ist, geborene Speyer, sie heiratete einen Enkel des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sie musste fliehen in den 30er Jahren, ging nach London, wo sie schon Kontakte hatte und auch noch etwas arbeiten konnte. Sie führte ein Tagebuch, das sich heute in den USA befindet, oder die Fragmente, die es noch gibt, aus dem Jahr 41, 42. Und natürlich lese ich Ihnen jetzt nicht das ganze Tagebuch vor, sondern einige Ausschnitte, aus denen das sehr gut hervorgeht, wie sie sich fühlt und wie sie auf die Situation, eigentlich Deutsche zu sein, blickt. Oktober 41. Ich habe mich einige Tage ruhig gehalten, fühle aber kaum Besserung und sehe gar nicht, wie ich weiterarbeiten soll. Vielleicht belastet mich nur die furchtbare Gewissheit, dass der Krieg noch jahrelang weitergehen wird, mit diesen trostlosen täglichen neuen Eindrücken des russischen Kampfes und nun auch die Geiselmorde in Serbien und besonders in Frankreich. Sie haben mir wieder dieses Gefühl tiefster Scham gegeben, Deutsche zu sein. Es ist ein unbeschreibliches Elend, das dieses Volk über diese Welt gebracht hat.
Man muss sich immer wieder fragen, ob es wahr sein kann, dass die Armee diese Schandtaten alle mitmacht. November 41. Deprimierend ist natürlich auch, dass man kein Ende für das ewige Ringen sieht. Aber noch hat Hitler seine versprochenen Winterquartiere in Moskau nicht bezogen und die Deutschen graben sich ein bei einsetzender Kälte. Regen scheint das Land in einen großen Schlammbereich verwandelt zu haben. Immer noch wechseln Städte und Dörfer den Besitzer fortgesetzt. Der Kampf gegen die Juden scheint in Deutschland wieder besonders heftig zu sein. Jetzt sagt man dort, das Land sei gesäubert, aber Europa noch nicht und der Krieg würde von Juden geführt. Dezember 41. Ich habe nun in meinem Leben eines gelernt, dass ich fast nur unter Völkern gelebt habe, die alle niedrigstes moralisches Niveau mit ihrem Faschismus verbinden. Deutschland, Italien und Japan galt früher meine ganze Liebe und ich muss ihre aller Minderwertigkeit nun anerkennen. All diese Völker, die Kultur und alte Geschichte, Kunst, Wärme und Geschmack zu haben schienen, sind den größten Schurken ausgeliefert und ihnen so leicht verfallen. Von den Franzosen habe ich nie charakterlich viel gehalten, die Engländer früher kaum gekannt, die Russen nur aus der Ferne bewundert, Polen und Tschechen ein bisschen verachtet. Diese Zeit wirft alle vorgefassten Meinungen über den Haufen. März 42. Ich fange jetzt manchmal an zu zweifeln, ob ich das Ende noch erleben werde, selbst wenn Bomben mich verschonen. Es muss ein ewig langer Krieg werden, denn nachgeben können die Amerikaner doch nicht. Ich machte auf Einladung einen ganzen Tag lang eine Konferenz der Quäker über internationale Richtlinien für Erziehung nach dem Kriege mit. Am Schluss war ich wieder ganz zerschmettert über die Isolarität selbst der progressiven Leute, die sich als Internationalisten fühlen. Es ist ein merkwürdiges Volk. Alles, was sie völlig unfähig macht, Kriege zu führen, macht sie einem sympathisch. Sie sind irgendwie unfähig, aber grundanständig in ihrer Gesinnung. Sie kapieren alles immer erst, wenn sie die Erfahrungen am eigenen Leibe deutlich gefühlt haben. Man wird das als Schlusswort so nehmen? Ja. Ich schließe vielleicht mit dem Anfang, nämlich mit Moses Mendelssohn, der die letzte Zeile seines rechtsphilosophischen Hauptwerks Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum heißt: Liebet die Wahrheit, liebet den Frieden. Liebet die Wahrheit, liebet den Frieden. Jetzt werden die schlauen Mendelssohn-Forscher natürlich herausgefunden haben, dass das ein Jesaja-Zitat ist. Aber er schreibt es in Deutsch und er schreibt es auch an seinen König und an die Staatsmänner. Und ich finde diesen Imperativ, liebet die Wahrheit, liebet den Frieden, den kann man sogar so interpretieren, dass der Frieden sogar wichtiger ist als die Wahrheit.